Für das heutige Projekt braucht ihr Stoffreste. Das können bunte Stoffreste sein für die Wimpel und einfarbige Stoffreste, wie jetzt hier zum Beispiel aus einem alten Stoffbeutel, für das Segel. Eine Baumrinde, diese sollte nicht zu dünn sein, damit ihr da noch Nägel reinhämmern könnt. Dann eine Jute-Schnur oder eine Wollschnur. Dann einige Korken, Kleber, ein Maßband zum Abmessen des Stoffs, dann einen Bohrer, das kann beispielsweise so ein Handbohrer sein, oder ihr fragt mal eure Eltern, ob ihr diese Bohrer bekommen könnt, die sonst für die Bohrmaschine genutzt werden. Die Bohrmaschine braucht ihr nicht, ihr bräuchtet also nur diesen Bohrer. Nägel, ein Stift zum Vorzeichnen der Wimpel und des Segels, eine Büroklammer, einen Hammer und eine Schere. Und schon kann's losgehen. Als erstes bohrt ihr in etwa in der Mitte von eurer Baumrinde ein Loch für den Mast. Testet zwischendurch, ob euer Zweig schon hineinpasst in das gebohrte Loch oder ob ihr noch ein bisschen das Loch vergrößern müsst oder etwas tiefer bohren müsst. Bei mir passt es jetzt ganz gut. Der Zweig hält schon ein bisschen von alleine und ich klebe ihn jetzt trotzdem mit etwas Kleber fest und lasse es dann Ganze dann nochmal ein wenig trocknen. Während der Kleber trocknet, schneidet ihr die Stoffstreifen für die Wimpel zu. Ihr braucht dafür 5 cm breite Stoffstreifen. Diese faltet ihr in der Mitte der Länge nach und damit die Faltung nicht wieder aufgeht, schiebt ihr die Büroklammer drauf und könnt beginnen, kleine Dreiecke aufzuzeichnen für die Wimpel. Beginnt mit der breiten Seite des Wimpels an der Faltung. Dann schneidet ihr die Dreiecke aus und fertig sind schon mal die ersten Wimpel. Das gleiche macht ihr dann entweder mit den anderen Stoffresten, die ihr dazu kombinieren möchtet, oder ihr fahrt mit dem Stoffstreifen fort, den ihr vorbereitet habt. Hier seht ihr die fertigen Stoffwimpel. Als nächstes schneiden wir das Segel zu. Jetzt messt ihr ab, wie groß das Segel werden soll. Dazu legt ihr erstmal den Daumen an den Rand eurer Baumrinde und messt die Entfernung bis zum Mast ab. Nehmt nun euer Stück Stoff für das Segel. Ich habe mir jetzt noch ein Lineal zur Hilfe genommen, da man damit natürlich deutlich geradere Linien zeichnen kann, und messe mir jetzt erstmal die untere Länge ab. Das sind hier in dem Fall 10,5 cm und zeichne diese auf den Stoff. Als nächstes nehme ich die Entfernung bis zum Mast oben. Das Damit ihr das Segel gleich befestigen könnt, müssen noch Löcher in den Stoff gemacht werden. Und dafür nehme ich mir einfach einen der Nägel und setze es ungefähr einen halben Zentimeter vom Rand des Stoffes, setze ich den Nagel an und ziehe den Stoff hoch, sodass nachher der Nagel im Stoff drin steckt, ziehe ihn wieder raus und habe ein Loch. Dieses können wir nachher noch vergrößern, aber erstmal
mache ich das gleiche hier oben an der Spitze, auch nicht zu nah am Stoffrand, immer ungefähr einen halben Zentimeter Platz lassen. Und das gleiche auch noch an der dritten Ecke. Messt nun ab, wie viel von der Schnur ihr braucht, um einmal von der Seite eurer Baumrinde über den Mast bis zur anderen Seite zu kommen und lasst dann noch ein bisschen Platz, um die Schnur auch festbinden zu können. Also plant ein bisschen großzügiger. Ich mache dann nochmal zusätzlich 15 cm dazu und schneide mir das Stück Schnur ab. Und dann fädelt ihr euer Segel ein. Beginnt oben an der Spitze. Ich sehe gerade, das Loch ist noch viel zu klein. Nehmt entweder, wenn ihr habt, den Bohrer zur Hilfe. Macht das Loch ein bisschen größer, was ihr eben mit dem Nagel vorbereitet habt. Oder vielleicht habt ihr auch eine Schere, die da ein bisschen helfen kann. Schneidet euch nur nicht, lasst euch im Zweifel dabei helfen. Zwei Stellen müsst ihr das Segel schon mal befestigen und dann könnt ihr eure Schnur an eurer Baumrinde festmachen. Dafür nehmt ihr einen Nagel und schlagt ihn etwa 1 cm, also daumenbreit, vom Rand entfernt ein, leicht ein, noch nicht ganz ein. Wickelt eure Schnur mehrfach drumherum. Einmal schön fest und noch ein zweites Mal. Jetzt könnt ihr auch auf der anderen Seite den Nagel einhämmern. Das, was ihr zu viel an Schnur habt, könnt ihr abschneiden. Und jetzt braucht ihr noch ein kurzes Stück Schnur, um die untere rechte Ecke des Segels noch am Mast zu befestigen. Schneidet störende Reste ab. Und dann geht's auch schon an die Wimpel. Diese könnt ihr einfach mit etwas Kleber, den ihr auf das Wimpelchen auftragt, festkleben. Fertig ist mein Holzboot. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt aus den Korken noch Figuren gestalten, die ihr auf euer Schiff setzen oder auch kleben könnt. Ich nutze dafür noch die Stoffreste, die ich noch übrig hatte, und gestalte mir daraus jetzt einen kleinen Piraten.
kommt der spannende Moment. Ihr könnt jetzt dabei sein, wie ich das Boot zum ersten Mal zu Wasser lasse. Ich werde aber, glaube ich, meinen kleinen Piraten erstmal runternehmen, um zu schauen, ob mein Boot auch fährt. Dann darf jetzt auch mein kleiner Pirat noch mit einziehen. Und auf Wiedersehen.